Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ja, es ist tatsächlich schon wieder 30 Jahre und länger her. Und dennoch kommt es vielen von uns vor, als sei es gerade gestern gewesen. Da saßen wir am Fernsehgerät und schalteten eigentlich nur aus Langeweile den DDR-Fernsehkanal ein. Erst die Aktuelle Kamera mit dem fast schon bemitleidenswerten Versuch, irgendwie den Eindruck einer objektiven Berichterstattung zu erwecken. Anschließend der Schwarze Kanal mit Karl Eduard von Schnitzler. Hetztiraden gegen die Gegner des Sozialismus. Staatspropaganda mit dem Versuch, aus Schwarz-Weiß zu machen. Aus Sicht westlicher Medien damals einfach nur peinlich. Lichtjahre entfernt von dem, was man jedenfalls in dieser Zeit unter journalistischem Ethos verstand. Ja, damals machte man sich lustig über diese abstoßende Mischung aus Fake News und Indoktrinationsversuchen. Ja, was haben wir gelacht über Sudelede? Heute lachen wir nicht mehr. Heute schalten wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein und haben ein Déjà-vu-Erlebnis. Nur Sudelede heißt heute Georg Restle vom Westdeutschen Rundfunk. Und der neue Sudel-Georg hetzt auch wieder gegen die Gegner des Sozialismus. So ein Hasskommentar gegen eine demokratisch gewählte bürgerliche Rechtsstaatspartei ist scheinbar wieder Normalität in Zeiten des Gesinnungsjournalismus. Wer die ZDF-Nachrichten bevorzugt, dem präsentiert man eine Kundin im Biomarkt, die es völlig richtig findet, dass Hirseprodukte ausgelistet, also boykottiert werden, weil der Hersteller das falsche Parteibuch hat. Kauft nicht bei AfD-Lern. Hatten wir so ähnlich doch auch schon mal, oder? Wie sich später herausstellt, ist die Kundin rein zufällig Frau Monika Lazar. Wo sitzt sie denn hier? Frau Monika Lazar, Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. Na sowas. Wenn es den Begriff Fake News nicht schon gäbe, dann müsste er genau für diese Art von Berichterstattung neu erfunden werden, meine Damen und Herren. Wem das alles zu blöd ist, der schaltet dann vielleicht mal auf den Kinderkanal Kika. In der Logo-Sendung erfahren dort die lieben Kleinen, dass AfD-Mitglieder böse sind, weil sie versuchen, den Menschen absichtlich Angst zu machen vor Flüchtlingen und angeblich Menschen mit anderen Hautfarben hassen. Interessant, was man da so alles über sich selber hört, habe ich vorher gar nicht gewusst. Ja, da schalten wir dann doch lieber mal zu einer der vier großen Talksendungen im Abendprogramm. Oh, schon wieder Robert Habeck. Mehr als viermal so viele Auftritte wie alle Politiker der größten Oppositionspartei zusammen. Das ist dann wohl die konsequente Umsetzung der Forderung von Herrn Restle, einer Partei, die nicht links genug ist, keinen Raum, keine Bühne und keine Stimme zu geben. Das ist dann also geblieben vom § 11 Absatz 2 Rundfunkstaatsvertrag, von der Ausgewogenheit, der Meinungsvielfalt und der überparteilichen Berichterstattung, welche dieser fordert. Aber offensichtlich sind diese Worte heute das Papier nicht mehr wert, auf dem sie geschrieben stehen. Und deshalb sollten Sie, die selbsternannten demokratischen Parteien, sich lieber damit beeilen, mit Ihrem erbärmlichen Versuch, nun auch noch den Verfassungsschutz zu instrumentalisieren. Denn wenn wir erst in Regierungsverantwortung sein werden, dann werden wir aussteigen aus diesem Rundfunkstaatsvertrag und wir werden die GEZ-Gebühren ebenfalls abschaffen. Die Zeit des linken Haltungsjournalismus wird an genau diesem Tag zu Ende gehen, genau wie die Zeit, in der die Menschen in diesem Land sich nicht mehr trauen, das zu sagen, was sie eigentlich denken. Demokratie lebt nämlich
von These und Antithese, die Sie nicht zulassen wollen. Demokratie lebt vom ergebnisoffenen Diskurs, den Sie nicht führen wollen. Und Demokratie lebt von Meinungsfreiheit, die Sie abschaffen wollen. Heute mögen einige glauben, dass die einseitige Vereinnahmung der öffentlich-rechtlichen Medien den eigenen Zielen nützen würde. Morgen werden Sie dann aber feststellen, dass sich unser Land auf dem Weg in eine totalitäre Gesinnungsdiktatur befindet. Sudelede würde sich darüber freuen. Nächste Rednerin in der Debatte ist die Kollegin Ute Vogt für die Fraktion der SPD. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Offenbar hat der Kollege ein bisschen viel bei Sudelede zugeschaut. Und ich bin schon erstaunt, dass wir von einer Debatte über eine Sendung im Kinderkanal hinkommen zu einer Drohung, dass der Bund auch noch den Rundfunk, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, abschaffen will. Und das, Herr Kollege, leider Gottes, ohne nur die banalste Grundkenntnis unseres Rechtssystems, nämlich der öffentliche-rechtliche Rundfunk, lassen Sie sich das gesagt sein, ist ein Rundfunkstaatsvertrag der Länder. Der Bund könnte ihn gar nicht abschaffen. Aber ich will Ihnen schon noch mal ein bisschen helfen, auch mit einem Blick in die deutsche Geschichte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu Recht und mit gutem Grund nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und aufgebaut worden. Gerade weil man einen unabhängigen Rundfunk wollte und unabhängige Medienberichterstattung. Gerade weil die junge Demokratie Stärkung gebraucht hat. Und es ist ja interessant, und es war vorher schon ein paar Mal die Rede von vielen Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen. Natürlich hat sich jeder hier im Hause schon über Berichterstattungen geärgert. Und wie oft haben wir uns gewünscht, vielleicht mehr vorzukommen mit unserer Fraktion oder unserer Partei. Aber keiner Fraktion wäre es eingefallen, dies hier zum politischen Thema zu machen und auch noch sich auszuweinen, weil die eigene Partei mal kritisiert wird oder kritisch dargestellt wird. Das ist schon sehr einzigartig. Und das zeigt mir, dass Sie nicht verstanden haben, was die Grundfesten unserer Demokratie sind, nämlich Meinungsfreiheit und damit auch Presse- und Medienfreiheit, dass es eine freie Berichterstattung gibt und dass man, wenn man kämpft im Parlament und wenn man streitet, eben auch aushalten muss, dass mal andere Meinungen zum Tragen kommen und die auch ausgetragen werden müssen. Dafür haben wir eine gute Berichterstattung, in der allen Seiten gerecht wird und in der sich alle Seiten auch regelmäßig ärgern dürfen und vielleicht auch müssen. Und wenn Sie so unbedingtes Interesse dran haben, dass Ihre Partei in anderer Form dargestellt wird, dann haben Sie das ganz alleine in der Hand. Die Darstellung Ihrer Partei hängt davon ab, wie Sie sich benehmen, ob Sie mit Anstand demokratische Spielregeln einhalten oder ob Sie sich so gebärden wie sonst in diesem Parlament, nämlich gegen jede Spielregel, ohne Anstand und oftmals auch völlig herzlos und kalt. Und wenn Sie erreichen wollen, dass man anders über Sie redet und vielleicht auch anders mit Ihnen redet, dann werfen Sie die Rechtsextremisten und Faschisten aus Ihrer Partei, distanzieren Sie sich von diesen Leuten und schauen Sie auf Ihre Reden, halten Sie andere Reden, reden Sie anständig, reden Sie menschlich und haben Sie vor allem auch ein Herz für andere Menschen und verlassen Sie Ihre ideologische Blase, dann, sage ich Ihnen, gibt es auch eine andere Berichterstattung.